Phil Hungeregger in seinem 250. DL-Spiel kam er vorbei bei seinem ehemaligen Arbeitgeber. In Wolfsburg war er einst zu Hause, ist Niedersachse. Die ganze Familie war da und wollte gucken, ob es bei 4 Niederlagen in Serie bleibt. Wolfsburg hat 3-mal in Serie verloren. Zeit für Mike Stewart, hier einen wegzuchecken. Es ist sein 350. Spiel an einer DEL-Bande. Also, es muss heute einen Sieg für beide Mannschaften geben. Und das wird es auch. Der Reihe nach. Die erste Chance für die Wolfsburger von der Blauen. Tyler Morley prüft hier Joachim Eriksson. Fast gar nicht zu sehen hier die Scheibe für den schwedischen Schlussmann der Wild Wings. Aber die Wild Wings wollten allen voran. Phil Hungeregger, was macht er? Er prüft mal das, den Strahlmeier vom rechten Flügel. Kein Problem hier, der Safe. Und Achtung, Ryan Button kommt. Ein kleines Lächeln. Naja, man kennt sich. Klein ist sie, die Eishockeywelt. Aber hier nochmal der Safe von Dustin Strahlmeier. Unten hatte man Spaß. Oben eher wenig. Es bietete sehr, sehr wenig. Dieses erste Drittel. Aussagekräftig dieses Gesicht. Rein in den zweiten Abschnitt. Powerplay für die Grizzlies. Und das ist Luischenko. 3 Spiele in Folge, wo der gebürtige Landshut da das Tor erzielt. Hier, Luischenko war da völlig frei, dreht sich da noch ein, hat die Ruhe und findet die Lücke zwischen den Schonern von Joachim Eriksson. Also, das 1:0 für die Grizzlies. Wie ist die Antwort der Schwenninger? Die nahmen zum Ende des zweiten Drittels immer mehr und mehr die Partie in die Hand. Sie zeigten Herz und sie erspielten sich Chancen und drückten die Wolfsburger regelrecht hinten rein. John Ramage war das, der hier wieder an Dustin Strahlmeier scheiterte. Auch nochmal im zweiten Versuch. Vorher war es wieder Phil Hungeregger, der ein gutes Spiel machte bei seiner Rückkehr nach Wolfsburg. Aber der Spielstand zeigte weiterhin ein 1:0. Es fanden sich wenige Leckerbissen. Einer kam nur auf seine Geschmacksknospen. Das war dieser junge Mann. Und das muss wohl auch Alex Trevilato gesehen haben. Der stand nämlich oben an der Blauen und er hatte richtig Hunger. Er hat ja noch nicht getroffen in dieser Saison. Am Freitag sein 350. Spiel und jetzt das Tor. Und was für ein Strahl von der Blauen. Humorlos nimmt er das zur Kenntnis. 1:1, 43. Minute. Olymp mit der Vorarbeit und Alex Trivelato haut das Ding mal sowas von in den Knick. Nicht zu halten für Strahlmeier. Wolfsburg wollte dann. Tyler Morley war da gerade an der Scheibe. Achten wir auf Tyler Morley. Er ist jetzt hinter dem Tor und kommt gleich vor das Tor. Aus der Luft, Lacrosse-Style. 2:1 für Wolfsburg. Erstes Tor für Tyler Morley. 55. Minute. Wenn, dann nur so. Tyler Morley mit dem 2:1. Aber heute kann so einiges passieren. Empty Net, die letzten Sekunden, sie laufen runter. Nochmal die Möglichkeit, Strahlmeier war nochmal dran. Und Achtung, er sollte nochmal dran sein. Hier mit dem Save und dann ab zu uns ans Mikrofon. Definitiv. Ich glaube, das war heute nicht unbedingt das schönste Eishockey, um anzuschauen. Aber beide Teams haben sich unheimlich viel reingelehnt. Und ja, wie gesagt, Kleinigkeiten haben wir entschieden, würde ich sagen. Ein Torunterschied. Wir haben uns gut dagegen gedrückt. Schwenning hat aber auch unheimlich viel Druck gemacht. Ich denke im Endeffekt aber, dass wir keine Strafe heute genommen haben, einfach da diszipliniert waren. Auch wenn wir da nicht profitieren konnten von unseren Überzahlspielen. Aber trotzdem war das extrem wichtig heute. Auf der einen Seite Jubel, auf der anderen Seite ein niedergeschlagener Alex Trevilato. Ja, was soll ich sagen? Jetzt ist halt immer schwierig, aus so einem kleinen Loch rauszukommen. Wir sind ja gut gestartet in dieser Saison. Jetzt sind wir so in einem kleinen Tief, aber ich vertraue der Mannschaft zu 100%. Wir kommen da auf jeden Fall wieder
wieder raus. Wir müssen einfach nur ein bisschen mehr mit Vertrauen spielen, dann wird es wieder. Wolfsburg mit dem Sieg kommt wieder ein bisschen in die Spur. Schwenningen mit der 5. Niederlage in Folge. Aber das Schöne im Hockey ist, es geht auch gleich weiter am Dienstag. Schwenningen gegen Bremerhaven und Wolfsburg gegen Nürnberg.